So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Rise of the Triad. Ich bin es Item, Zimmer Felix. Und wir haben diese schöne Waffe wieder gefunden. Nehmen wir die mit? Ich glaube, ja. Ach komm, testen wir es mal. Ja, wir sind hier immer noch in diesem Lager, wo ganz viele böse Menschen sind. Und da kommen ja schon die ersten bösen Menschen. So. Bam. Habt ihr davon? Bekommt man ja gleich 1000 Millionen Hitmarker. Ja, was sehr cool ist, ich habe etwas sehr Cooles herausgefunden. Und zwar, dass diese, wie heißt die nochmal? Drunken Missile habe ich zufällig gefunden auf dem Weg hierher. Die ist echt richtig cool. Und mit der kann man eigentlich so gut wie alles sofort wegmähen. Das ist natürlich sehr lustig. So, goldener Schlüssel. Oh mein Gott. Ach komm, keine Fallen. Oh mein Gott, ich werde so sterben. Ja, geil, das sind schon die ersten bösen Heinis. Zack. Ach cool, die stört es gar nicht, dass wir auf sie schießen. Das nenne ich Gegner-KI. So. Hä? Leute, habe ich das echt geschafft, ohne Leben zu verlieren? Das kann nicht sein. Nee, das ist irgendwas. Ich glaube, das war so ein Fake. Da konnte man gar kein Leben verlieren. Oh mein Gott. Ich hoffe, hier war ein Safe Game. Bam. So. Jetzt. Scheiße. Komm. Boah, die Gegner sind so nervig. Ah, ich hasse die Gegner in diesem Spiel. Ganz ehrlich, anstatt dass sie einfach auf einen zugehen, warten sie manchmal. Und irgendwie backen sie sich da immer fest oder keine Ahnung, was sie machen. Abwarten. Man weiß nie, ob die wirklich auf einen zugehen oder nicht. So. Will noch jemand? Ich brauche jetzt erstmal Leben. Bitte, bitte, lass doch dein Leben sein. Ah, natürlich. Ja, noch besser. Tür geht gar nicht auf. So. Nachladen. Ich weiß echt nicht, warum ich nachlade. Man muss in diesem Spiel gar nicht nachladen, aber ich lade irgendwie die ganze Zeit nach. So. So. Ach, erstmal die weghauen und bitte lass die Tür aufgehen hier. Was? Auf. Nein! Das ist jetzt nicht wahr. Ey. Übelst unfair. Ohne die geringste Chance zu haben, sich irgendwie zu wehren, einfach tötet er mich da. Naja, man war hier ein Checkpoint, dann ist alles halb so schlimm. Oh, also, ganz ehrlich, mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel ist einfach, dass es kein fucking Speichersystem gibt. Warum? Also Leute, wer hat sich das ausgedacht? Ganz ehrlich, die Spiele sind ja gedacht, dass man oft stirbt. Ich habe auch kein Problem damit, oft zu sterben. Ganz ehrlich, ja, ich spiele aktuell Demon's Souls, also ich bin es gewöhnt. Aber ganz ehrlich, in einem Spiel wie dem, da kann man sterben, da ist das kein Problem. Aber das Problem hier ist einfach daran, dass man eben durch das Sterben irgendwie weniger lernt. Weil... Was denn? Tötet er mich automatisch mit einem Schuss? Ehrlich, Mann. Spiel macht schon ein bisschen Angriff. Ja, komm, killt mich. Ja, killt mich. Was mich jetzt so nervt, dass man da nicht speichern kann. Wie gesagt, man muss es halt eben lernen, wie man richtig spielt. Und das lernt man eben dadurch, wenn man eben die ganze Zeit, also wenn man ein paar Mal stirbt. Das gehört dazu. Aber dieses Spiel ist so frustrierend, da man eben nicht quicksaven kann. Oh, das ist, wie gesagt, mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. So. Und ich meine, das Spiel ist ja echt hart, also das kommt dazu noch, wirklich. Weshalb das auch so sehr nervig ist, dass man eben die ganze Zeit stirbt. Warte, das machen wir jetzt anders. So, diesmal tust du kein hässliches Netz auf mich werfen. Deine einzelnen Teile können mich nicht mehr fangen. So. Darf ich den nicht? Doch, natürlich, so. Irgendwas haben wir aufgemacht. Oh, ich bräuchte mal wieder Monk Meal. Monk Meal! Monk Meal! Oh mein Gott. Ja, tot. Wartet. Oh! Was? Ich blick's nicht. Also, bin ich so schlecht oder ist das Spiel so gemein? Ich sag, das Spiel ist so gemein. Oh. Und apropos gemein. Jetzt! Och, komm schon! Ehrlich, Mann. Trial and Error ist dieses Spiel. Nur Trial and Error, wirklich. Ja, ich komme gleich. Ich mache gleich Restart Segment. Ey, Mann, das spawnt mich in diesen Feuerding und wenn ich nicht sofort durchlaufe, bin ich erstmal gleich weg. Ja, messe ihn nicht. Oh. Lächerlich. Lächerlich einfach. Aber egal. So, komm, das Spiel macht schon Spaß, aber es hat so unglaublich viele frustrierende Momente einfach, die einfach nicht sein hätten müssen. Einfach indem man so ein kleines F5, F6 Quicksave-System einführt. So. Aber nee, wir machen es ohne Quicksafen, wir machen es dafür aber 100 Millionen Mal frustrierender. Gute Idee, Entwickler. Sehr gute Idee. So, jetzt kommt wieder der Heini. So.
Wenn man den schon mal weg hat. Was? Der überlebt es auch noch. Ist doch so, ey, es ist so ridiculous, wie man so schön im Englischen sagt. So. Also komm, das ist jetzt nicht. Ey, das ist gerade nicht mehr lustig. Gerade kotzt mich das echt nur noch an. Ey, Mann. Okay, ich habe kein Leben. Ich finde kein Leben. Es gibt hier kein Leben. Aber egal. Aber ich soll mich hier wehren, gell? Ey. Aber man darf einfach keinen Schuss abbekommen. Das ist einfach so. Ist ja ganz einfach gesagt, gell? Ist ja kein Problem, gell? Ich weiß ja, wie die Gegner denken. Zum Beispiel, dass der keinen Bock hat, hier vorzugehen. So. Ach komm, das muss man doch irgendwie schaffen können. So. Der ist natürlich nicht tot. So. Ich gehe jetzt erstmal hier runter und hoffe, dass da irgendwas ist, bitte. Ja, natürlich, ein Gegner. Ach komm, ganz ehrlich, anstatt dass hier 100 Millionen Waffen spawnen, lass lieber mal Monk Me spawnen. Da! Monk Me! Monk Me! Monk Me! Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Lass mich raten, ich komme jetzt hier nicht mehr raus, oder? Doch, komme ich. Sehr gut. Ah, oh, Monk Me. Okay, das war jetzt aber echt wichtig. Also, jetzt hätte ich mich echt aufgeregt, wenn ich jetzt nochmal gestorben wäre. So. Die wurden zu Monk Me, würde ich sagen, eher verarbeitet. Gerade. Nein, du stirbst. Warum betteln die überhaupt? Die glauben doch nicht echt nicht, dass ich sie überleben lasse. Nachdem sie mich jetzt hier 20 Mal getötet haben. In euren Träumen, meine Freunde. So. Machen wir den kleinen Bildschirm an. Und warte, hier schießt irgendjemand. Ja, da schießen sogar mehrere. So, wartet mal. Hä? Hä? Was? Da war ich doch gerade, da war doch niemand. Merkwürdiges Spiel. Egal. So, gehen wir auch nochmal da rein. Vielleicht ist hier noch was Schönes. Nee. So. Komm, lass mich rein. Dankeschön. Hier habe ich immer eine gute Deckung. Oh. Oder warte mal, komm, wer braucht Deckung? Bam! Sackgesicht. Da war noch jemand. Ey, von welchen Seiten schießen die mich die ganze Zeit tot? Das interessiert mich gerade einfach nur. Bam! Er schaut mich an, ich schaue ihn an. Können wir beide überlegen kurz so. Oh, Gegner. Das war echt ganz gut. So, da fliegen ein paar Därme rum, warum auch nicht? Und. So, sehr schön. Gut. Bitte lass mal wieder ein bisschen Monk Me spawnen. In diesem Spiel spawnt echt ein bisschen zu wenig Leben für meinen Geschmack. Also es kann wie gesagt sein, dass ich wirklich nur kein Secret finde oder dass ich mich unglaublich dumm anstelle, aber ja, ich gebe einfach mal das Spiel die Schuld. Nein. Ich glaube, ich stelle mich einfach dumm an. So. Bitte. Natürlich geht da nicht die Tür auf. Das ist aber auch ein bisschen blöd, dass manche Türen irgendwie gar nicht aufgehen, manche gehen auf und ach egal. So. Ja, geil. Oh. So. Wartet. Bam. So, gehen wir auch doch da rein, sammeln da auch noch ein paar Münzen. Monk Me wäre lieber, aber egal. Dafür haben wir Münzen, die ich alle nicht brauche, weil es mir eh wurscht ist, aber egal. Oh, wie lange nehme ich denn schon wieder auf? Ach, ganz ehrlich, ich sollte vielleicht mal auf die Uhr schauen. Wäre gar nicht schlecht. Tut mir leid. Ihr kennt mich, die Unprofessionalität in Person. Kein Bock da, Münzen einzusammeln. Ich will Leute abmetzeln. Abmetzeln. Verstehe aber immer noch nicht, warum man in diesem Spiel eine Nachladeanimation hat. War das Monk Me? Cool. Weil es bringt einem nichts. Ganz ehrlich, ich kann so viel nachladen, wie ich will. So, schau ich an. Einfach die ganze Zeit nachladen, ohne Pause. Es bringt ja nichts. Ich habe auch nichts davon. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, aber ja. Immerhin sieht die Nachladeanimation mit den Pistolen gut aus. Ich glaube, sie haben es einfach nur gemacht, weil die so eine coole Nachladeanimation für die Pistolen sich ausgedacht haben. Schau ich das an. Oh. Und deswegen wollten sie da einfach die nicht rausziehen. So, ich hoffe, hier oben ist ein Checkpoint. Wenn ich jetzt hier was mache. So. Assis. Ich wusste doch, dass da welche kommen. So. Das ist ein Schlüssel. Soll ich da runtergehen? Das ballert mich ja schon wieder ab. Das ist Gott und die Welt. Ballert mich ja ab. Gott und die Welt. Und ich sehe Gott und die Welt nicht. Ja, streiche die Waffe. Sie ist sehr putzig. Sie mag es. So. Hatte ich eigentlich jemals in diesem Spiel 100% Leben? Ich glaube nicht. Rülpst mir ein wenig. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Warte, wir haben noch eine Missile. Dann holen wir uns, würde ich sagen, hier die Rakete da vorne. So, den Raketenwerfer. Aber eins muss ich sagen.
Okay, der Raketenwerfer ist scheiße, aber egal. What the? Ey, das Spiel ist so ein Müll. Ganz ehrlich, was war denn das? Ich blick's nicht. Ich schieße auf die und ich sterbe. Ja, ich bin eh gleich wieder tot. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. So, okay. Diese Waffe ist übelst stark, übelst kacke. Weil wenn man mit der rumschießt, dann verliert man immer Leben. Ach komm, jetzt hatte ich so viel schön viel Leben. Du backst einfach mal hinter der Tür. Sehr schön. Oh, ich hoffe einfach, da war ein Checkpoint irgendwo. Ja, jetzt können wir wieder hier zurück, glaube ich, gehen. Oder? Ne, müssen wir gar nicht. Okay, dann habe ich da eine Tür nicht gesehen. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte. Ey, das ist so nervig gerade. Ich hatte so schön viel Leben und dann... man muss... Ey, es wäre nicht schlecht. Also einmal so ganz kurz ein Mini-Intro. Einfach mal Baller mit ihm Raketenwerfer ein einziges Mal rum. Das wäre, finde ich, das perfekte Tutorial für das Spiel gewesen. Weil dann würdest du wissen ungefähr, was die drauf haben. So. Oder warum ich hier stecken geblieben bin und jetzt runterfalle. So, blapp. Machen wir es halt nochmal. Ist ja kein Problem. No problema. So. Alle hopp. Und da ist der Raketenwerfer. Ah, der ist sogar noch voll. Geil. Okay, ich glaube, ich muss da hin. Und hier ist nirgendwo mehr jetzt ein Monk. Ah, doch, da war immer noch ein bisschen was. Der war viel zu wenig. Natürlich droppt hier nichts mehr, oder? Dieser Scheiße. Dieser Scheißwurf. Ich schau sie mir jetzt mal an. Du verarsch mich doch, Spiel! Ey, Mann, ich habe mindestens 2 Meter über diese blöde Fläche geschossen. Leute, wir machen einen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Dankeschön, ciao.